Nein, 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 nein. Jetzt geht's los. Bazooka-Russe ist gleich dran. Jetzt ist Bazooka-Russe dran, Freunde. Es wird spannend. Das ist sein Gegner. Sergei heißt er. Also, Sergei, das Bison mit Spitznamen, 94,5 Kilogramm schwer, 23 Jahre alt, Kampfsport-Hintergrund des Muay Thai, 1,94 Meter seine Reichweite und er macht seinen allerersten Kampf einfach gegen Bazooka-Russen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir gleich sehen. Ich behaupte mal, dass das überhaupt keine gute Idee ist. Der ist halt richtig groß, ne? Aber der ist nicht wirklich ein Schwergewichtler, der hat nur 95 Kilogramm. Gaji kommt mit über 100 Kilogramm gleich rein. Ich gebe ihm 90 Sekunden. Mehr sehe ich einfach nicht. Gegen Gaji muss man ein absolutes Eisenkinn haben. Man muss selber ein kompletter Brocken sein. Ich sehe Gaji schon, wie er jetzt hier eine Rechte durchschwingt, ihn am Kinn erwischt und ihn komplett schlafen legt. Da kommt unser Mann, Gaji, Automat Bazooka-Russe. Ein Adonis, der Mann. Schaut ihn euch an. Gemeißelt wie aus Stein. Ein alter griechischer Kriegsheld. 1,89 Meter Körpergröße, auf 108 Kilogramm Körpergewicht, 31 Jahre alt, Muay Thai Hintergrund, 1,92 Meter seine Reichweite, 4:0 bei Top Dog steht er. Einer der wildesten Fighter überhaupt, die wir jemals beim Bärnackel gesehen haben. Er schwingt gleich eine Overhand-Rechte durch, einen wilden rechten Haken, irgendwas trifft seinen Gegner. Es muss nicht mal ein sauberer Treffer sein, egal ob er ihn mit dem Unterarm trifft oder mit dem Daumen oder mit dem kleinen Finger. Der Gegner geht schlafen. 5:0, ich sag's euch, 5:0. Erstmal ein bisschen von meinem Drink hier trinken, damit mein Hals wieder geschmiert wird, weil sonst meine, wie heißt der Dreck im Hals? Stimmbänder. Meine Stimmbänder reißen gleich, wenn ich jetzt hier gleich nach dem Knockout losschreie. Nicht blinzeln. Augen nicht weg vom Ding. Ich schaue jetzt nicht auf den Chat. Ich fokussiere mich komplett nur auf den Kampf, weil das kann jede Sekunde zu Ende gehen. Gaji war zwar verletzt. Mal sehen, ob er wieder fit ist in diesem Kampf. Er hätte fast nicht gekämpft bei der 7. Staffel, weil er anscheinend ein bisschen verletzt war. Da war eine gute Overhand. Schön gut reingeschwungen. Sein Gegner hat aber gar keine Furcht. Zeigt hier absolut null Respekt vor diesem Knockout-Monster. Aber das haben schon andere gemacht. Ein Treffer reicht. Mein Herz rast. Ich bräuchte jetzt so ein Pulsmesser hier am Herzen. Ich habe schon 200er Puls. Da war eine Overhand-Rechte. Oh mein Gott, ich habe richtig Herzklopfen. Ich bin übertrieben aufgeregt gerade. 45 Sekunden hat er schon überlebt. Das ist die Hälfte von dem, was ich ihm zugerechnet habe. Ich habe gesagt, 90 Sekunden bleibt er stehen. Gaji sucht die Treffer, schwingt jetzt hier aber ohne Technik. Was ist denn da los? Trifft jetzt bei ihm seine Schulter, hat ihm wahrscheinlich jetzt hier das Schultergelenk zerstört. Schulter locker ausgekugelt bei dem Mann. 65, 75 Sekunden sind schon vorbei. Er ist derjenige, der die Overhand-Rechte getroffen hat, aber bei Gaji hinterlässt es überhaupt keinen Eindruck. Nein, er hat es geschafft. Ich habe gesagt 90 Sekunden. Ich habe gesagt 90 Sekunden, aber er ist da durchgekommen und er zeigt sich hier extrem stark gerade in dem Kampf. Hätte ich nicht erwartet, muss man ehrlich sagen. Ja, er gibt 15 Kilogramm fast Körpergewicht weg. Er gibt extrem viel Erfahrung weg. Aber dennoch ist er sehr, sehr stark hier gerade in dem Kampf. Kassiert den linken Haken. Er ist am Wackeln. Da hat... Ey. Schaut mal, der ist fast weg gewesen in der letzten Sekunde von dem Kampf. Da ist es in der letzten Sekunde jetzt fast noch knapp geworden. Aber der andere zeigt, der hat doch ein wesentlich, wesentlich besseres Kinn, als ich erwartet habe. Der ist so schmal irgendwie für diese Körpergröße. Man denkt, der kann nicht so gut einstecken, aber hier hat er ein paar Bomben genommen.
An was wird da gerochen? Ja, doch, das ist Riechsalz oder Ammoniak. Ja, das schießt dir ein bisschen durch die Nase durch, macht dich ein bisschen wach. Ja, hat einen bestialischen Geruch, stinkt übertrieben, aber hilft einem Fighter dabei, wieder ein bisschen wach zu werden, falls er unklar im Kopf ist. Zweite Runde geht weiter. Fight! Also Gaji müsste wirklich ein bisschen an seiner Technik arbeiten. Wenn er es noch schafft, eine saubere... Junge, hat er ihn gerade durch den Ring geschmissen. Schaut euch mal hier diesen Thai-Wurf an. Kurz am Hinterkopf gepackt, geklincht und dann über die Füße drüber geworfen. Ja? Wie gesagt, Gaji müsste ein bisschen seine Technik verbessern. Dann wäre er ein so unglaublich gefährlicher Fighter. Aktuell verlässt er sich aber nur auf seine Power. Aber der Gegner, nein, der Gegner ist müde, er geht zu Boden. Der Gegner ist müde. Der Gegner ist müde. Wer hat es vorhin gesagt? Zweite Runde, Knockout-Niederlage. Nein, der steht nicht auf. Digga, ich glaube, der spielt. Der schauspielert. Nein, das war ein Schauspieler. Das war Schauspieler. Das war viel zu viel. Das war Schauspielerei. Er hatte keinen Bock mehr aufzustehen. Er hat sich einen Jab direkt an das Kinn gefangen und wollte nicht aufstehen. Erzählt mir, was ihr wollt. Das war eine Schwalbe. Der hätte easy noch aufstehen können. Schauen wir uns mal den Treffer nochmal an. Der hat einen guten Jab, eine gerade ans Kinn kassiert. Aber so wie er sich da bewegt hat, das war einfach zu viel. Too much einfach. Da, hier. Nein. Das war kein Knockdown. Das war ein guter Treffer, aber das war eine Schwalbe. Победу нокаутом во втором раунде одерживает Наврузов Гаджи по прозвищу Автомат. Der war nicht weg. Ja, Gaji hat den Kampf gewonnen. Applaus auf jeden Fall an dieser Stelle. Wie gesagt, ja, er ist einfach ein Monster. Der Gegner hatte Angst. Er hat einen guten Treffer kassiert. Und ich denke, er hat schon gerochen, dass er müde ist. Man hat es gesehen, dass er in der zweiten Runde schon angefangen hat, sehr, sehr müde zu wirken. Wenn es weitergegangen wäre, wäre er eiskalt Knockout gegangen. Jetzt kommt Pavel Schulski, Ivan Drago, der letztens gegen Bazooka Russe gekämpft hat. Der Typ ist auch ein absoluter Roboter. Der hat so viele unglaublich harte Treffer von einem der härtesten Puncher überhaupt bei Top Dog kassiert. Ist 50 Mal gefühlt zu Boden gegangen, aber immer wieder aufgestanden und hat sich fast noch den Sieg gegen Bazooka Russen geholt. Schaut den mal an. Wenn der Typ nicht direkt aus dem Rocky-Film gekommen ist, Ivan Drago höchstpersönlich am Start. 1,94 Meter groß, 99 Kilogramm schwer, 31 Jahre alt. Boxen ist sein Kampfsport-Hintergrund. 1,99 Meter seine Reichweite. Bei Top Dog FC steht er 0-1. Ja, weil er gegen Bazooka Russe ganz, ganz knapp verloren hat. Das ist ein Frankenstein einfach. Jetzt kommt sein Gegner. German Skobenko. Unterschätzt ihn nicht, Freunde. Das ist ein kleines Moppelchen, aber der soll ein richtig, richtig guter Fighter sein. 1,82 Meter groß, 125 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt, Boxen ist sein Kampfsport, 1,83 Meter seine Reichweite. Bei Top Dog FC steht er mit einem Unentschieden in einem Kampf. Schaut mal seine Beinarbeit, wie er sich bewegt, 125 Kilogramm, bewegt sich durch den Ring, als wäre er Tyson Fury oder Muhammad Ali höchstpersönlich. Der ist wie Buu von Dragon Ball, so ein kleiner Moppel und haut dann alle anderen um. Die müssen erstmal miteinander fusionieren, um ihn wegzumachen. Aber das könnte ein interessanter Fight werden. Also Pavel Schulski, der große Fighter rechts, gegen German Skobenko links. Erste Runde beginnt. Mal sehen. Schöner, direkt der erste Jab, direkt an die Schläfe, beziehungsweise an die Augenhöhle von Skobenko reingegangen. Ja, Beinarbeit ist gut, aber der Typ vor ihm ist eine Maschine. Ich platziere meine Wetten auf Ivan Drago, auf Pavel Schulski. Schöner Jab.
Mal sehen, ob das jetzt hier vielleicht Andy Ruiz gegen Anthony Joshua 1 wird. Optisch haben die beiden leichte Ähnlichkeiten mit Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua. Mal sehen, ob der Fight einen ähnlichen Verlauf nehmen wird. Pavel Schulski bislang sehr, sehr stark hier in diesem Kampf, zeigt einen sehr, sehr schönen Jab. Darf sich nur nicht zu sehr in die Distanz von etwas kleineren Fighter German Skobenko bewegen, damit er sich nicht auch in der Overhand-Rechte kassiert und dann Knockout geht. Schöne Kombination, wunderschöne Kombination. Das Auge ist... das Auge leidet. Das Auge leidet. Und nochmal ein kurzer Uppercut. Oh, da kommt die Overhand-Rechte. Ich habe es gerade gesagt, er darf nicht zu nah rangehen in die Reichweite. Da hat er die Overhand-Rechte direkt kassiert, kurz gewackelt. Aber wir wissen, der hat einen Eisenschädel, der Mann. Ivan Drago fällt nicht so einfach um. Er muss konzentriert bleiben. Ah, was ein Uppercut, kurze Kombination im Infight. German taucht ein bisschen ab, Kopf nach unten und versucht irgendwie durch die Schläge von seinem Gegner hindurchzukommen. Aber er sollte aufpassen, dass er jetzt hier nicht ein, zwei wilde Treffer kassiert. Besonders die Jabs und die geraden Schläge von Ivan Drago sind extrem gefährlich. Was ist mit seinem Rücken? Wie nennt man das nochmal? Das sind so Saugnäpfe, die an den Rücken dran gemacht werden. Es gibt da zwei verschiedene Methoden. Da kann man zum Beispiel auch ein bisschen Blut entnehmen. Das hilft gegen Verkrampfungen, Versteifungen, macht die Muskeln einfach ein bisschen lockerer. Schröpfen heißt es, ganz genau. Aber da gibt es noch ein anderes Wort. Da gibt es noch einen anderen Namen dafür. Gut, erste Runde geht meiner Meinung nach definitiv an unseren Ivan Drago, an Pavel Schulski. In der zweiten Runde kommt jetzt hier German Andy Ruiz Jr. etwas mehr im Vorwärtsgang, sucht jetzt hier seine Aktionen. Er weiß, das ist eine Distanz, in der er die Aktionen bringen kann. Erwischt Ivan Drago kurz mit der Rechten. Das ist die Art und Weise, wie er kämpfen muss. Beinarbeit ist schön und gut, aber er muss die Distanz überbrücken. Aus der Außenlinie wird er den Kampf nicht gewinnen. Er hat so gut angefangen in der zweiten Runde zu Beginn, aber jetzt hat er extrem wieder nachgelassen. Schöne Aktionen, der Ivan Drago macht alles genau richtig. Aus der Distanz arbeitet er immer wieder mit dem Jab und immer wieder dann kurz mit dem Uppercut rein, weil sein Gegner immer wieder versucht, die gegnerischen Schläge zu meiden, indem er abtaucht. Rennt damit aber immer in die Uppercuts rein. Schöne Dreierkombination. Abschluss mit dem Uppercut erneut. Er rennt nach vorne, versucht ihn zu stellen, aber wird direkt wieder gestoppt. Sehr schöne Boxtechnik von Pavel Schulski. Schaut sich jetzt aber hier kurz auf den linken Arm bzw. auf die linke Hand. Vielleicht hat er sich verletzt. German Skobenko versucht hier mit der Doppeldeckung irgendwas zu machen. Fängt zwei rechte Haken. Ja, der Uppercut ist die beste Waffe bis jetzt in dem Kampf. Schaut mal, was Pavel Schulski da zeigt. Rotiert ein bisschen raus. Ja, hier, Philly Shell zeigt er ein bisschen mit der Schulter vorne, mit dem Unterarm vorne. Das war die beste Aktion, die er bis jetzt in den Kampf gezeigt hat, zu Beginn der zweiten Runde. Genau so müsste er die komplette Runde kämpfen. Aber ich glaube, dafür hat er einfach nicht genug Ausdauer. Boom. 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 Gut gemieden. Wahnsinn, also der erinnert schon extrem an Andy Ruiz, ne? Muss man schon sagen. Also wenn er jetzt in der dritten Runde nicht rauskommt und explodiert, wie zu Beginn der zweiten Runde, und das komplett hält dieses Tempo, dann sehe ich die Chancen für Skobenko ziemlich, ziemlich schlecht, den Kampf zu gewinnen.
Aber den Knockout zu finden gegen Schulski ist auch etwas, das man erstmal schaffen muss. Das hat nicht mal Bazooka Russe geschafft. Und der Bazooka Russe ist der Deontay Wilder oder der Mike Tyson des Top Dogs. Also wenn der es nicht schafft, einen Mann eiskalt schlafen zu schicken, dann weiß ich nicht, wer es schaffen soll. Wahnsinn, ja, gute Aktionen. Er schüttelt selber den Kopf. Er findet einfach keine Mittel für diese langen Hände. Er müsste mehr Oberkörperbewegungen zeigen. Er müsste im Oberkörper beweglicher sein. Immer links und rechts wippen. Ja, genau so, damit er die Schläge, die geraden Schläge von Schulski vermeiden kann. Aber leichtes Ziel gerade für seinen Gegner. Schöne Kombination, nochmal ganz kurz ins Ziel gebracht. Nicht allzu viel Power rein, aber cleane, präzise Treffer, die jetzt hier die Punkte bringen. Nochmal 1-2. Die Hand ist, irgendwas ist mit der Hand, irgendwas ist mit der linken Hand. Ja, irgendwas ist mit seiner linken Hand, vielleicht sollte er nicht weiterhin mit ihr schlagen. Auslage vielleicht wechseln und mit der rechten weitermachen. Ich will das Rematch sehen. Bazooka Russe gegen Pavel Schulski, Ivan Drago. Ich will das Rematch zwischen den beiden sehen. Ja, die letzten Sekunden jetzt hier in dieser Runde. Skobenko taumelt ein bisschen nach hinten, hat es geschafft, den Kampf im Stand zu beenden und ist nicht zu Boden gegangen. Aber Pavel Schulski hat sich den Kampf ganz, ganz sicher nach Punkten gesichert. Ich finde, ja, also ich finde auch Pavel Schulski könnte wesentlich, wesentlich mehr Kraft in seine Schläge bringen. Der schlägt etwas zurückhaltend, aber dafür sind die Schläge technisch extrem clean, ja, schaut mal. Ohne viel mit der Schulter oder irgendwas zu arbeiten, kommen die Schläge raus und der Gegner hat nicht so viele Möglichkeiten zu sehen, was er rausbringt. Das nennt man ja immer Telegraphing, also dass man projiziert, was man macht, wenn man die Schultern und so zu sehr bewegt. Aber er kommt direkt unten aus der Hüfte heraus mit den Schlägen aus dem Ellbogen heraus und gibt dem Gegner nicht die Möglichkeit, viel zu lesen. Ja? Die Schläge sind zwar nicht sehr kraftvoll, aber extrem präzise und knackig. В этом тяжелом в плане тонажа поединке. Aber sagen wir mal ehrlich, der Referee sieht schon auch stabil aus, ne, in der Mitte, Freunde. Der Referee könnte auch ein guter Fighter sein. Pavel Schulski! Pavel Schulski hat den Kampf gewonnen, wie auch sonst. Mann, ich will das Rematch sehen zwischen ihm und Bazooka Russe. Was wäre das für ein kranker Kampf, wenn die nochmal gegeneinander kämpfen würden? Er hat jetzt einen Sieg geholt, also könnte er theoretisch nochmal Bazooka Russe herausfordern vielleicht. Ich bin mir auch sicher, wirklich, wenn der Kampf gegen Gaji damals, der erste Kampf, etwas länger gegangen wäre, noch eine Minute oder noch 2 Minuten, dann hätte er sich den Sieg geholt.